Wenn die Kinder nicht ins Theater kommen, kommt das Theater eben zu ihnen und das gleich mit oder besser im Bus. Das ist das Motto vom Dschungelbus des Kindertheaters Dschungel Wien. Der Bus ist im Sommer in ganz Wien unterwegs, um Kultur zu jungen Leuten zu bringen. Und dafür ist er jetzt auch mit dem Preis Wiener Mut ausgezeichnet worden. Egal ob am Räumernplatz, in der Großfeldsiedlung, in der Seestadt Aspern, egal ob Performances, Musik oder ganze Theaterstücke, der Dschungel Wien ist mobil mit seinem Dschungelbus. Wenn man nahe beim Publikum versucht zu bleiben, sprich beim jungen Publikum, Kinder, Jugendliche, Familien, und das spürt, was ihre Bedürfnisse sind und auch was ihre Zugänge, was ihre Themen sind, und man als Künstler ehrlich ist, dass man ihnen was sagen will, dann ist es eigentlich leicht. Nur das ist gleichzeitig das Schwierigste der Welt. Und die Nähe zu den Kindern hat der Dschungel Wien gefunden. Aber was ist denn eigentlich Theater? Was Lustiges? Die führen was auf. Ich weiß es nicht. Da gibt's einen Kasperl und der macht immer so viel Blödsinn. Schauspieler? Da sieht man ganz viele Schauspieler und Puppen. Also die Schauspieler spielen die Puppen. Oder sie spielen ohne Puppen, wie diese drei Herrschaften, die heuer auch schon mit dem Dschungelbus unterwegs gewesen sind. Einfach ist es nicht, weil Kinder sind eigentlich sehr ehrlich und sagen gleich, was da alles los ist und fühlen auch und spüren auch, wenn etwas nicht wirklich überkommt oder wenn die etwas nicht verstehen. Sie sind so offen und sie geben so viel Energie und du musst natürlich auch immer so viel Energie da reinstecken. Aber ja, dieser Austausch, das ist immer wunderbar. Es ist nicht nur bei der Musik, sondern auch überhaupt beim Tanz oder halt alles, was sie denken, das sagen sie einfach. Und das ist gut so, weil ein Privileg der Kinder, das sie ausleben sollten, solange sie es noch können. Die nächste Premiere im Dschungel Wien ist dann am 28. November. Die führen was auf, wie wir gerade gehört haben, und zwar die Schneekönigin.